Jo, hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wasp Online. Ja, heute gibt es eine coole Boss-Infos von Map 1 in Fassbahn, Melvedin, Melvendil, Isle of Fearspawn, Insel von. Ja, Fearspawn. Jo, wir fangen gleich bei der ersten Stadt an. Da gibt es nur einen Mini-Boss, das zu bekämpfen ist. Ich bin schon hier. Das ist die Crazy Fiery. Ja, die ist jetzt für mich so noobig, weil es halt ein Mini-Boss ist. Ja, schon tot. Ja, von der kann man eine Drop-Chance von 0,1% haben, dass sie das droppt, fällt mir jetzt nicht der Name ein. So etwas droppt. Oder das meiste, oder eine höhere Chance ist, dass man das bekommt. Und yo, das sind halt nur so 2k für einen, wenn man so ein Noob ist, gleich für einen Anfang, kann man denn auch schon mit die drei Minions schon den Noob-Boss bekämpfen. Und den Miniboss bekämpfen und ja, das ist jetzt der eine Miniboss von der ersten Stadt und kommen wir gleich zum nächsten. Jo, und da sind wir wieder beim nächsten Boss. Genau, und die nächsten drei Bosse gibt es jetzt bei der zweiten Stadt. Jetzt kommen immer drei Bosse, aber zum Schluss kommen immer mehr. Ganz hinten? Nee, viel ist nicht. Schuss kommen jetzt immer mehr. Und wie man jetzt links sehen kann, ist da ein Boss. Der Boss heißt Water Snake. Der hat 2k und 400 HP Leben. Es ist am besten, dass man so hier steht, wo ich gerade bin. Wenn man jetzt, ja, man kann den Boss auch killen. Drop Chance 0% irgendwie, wenn man dann nie etwas bekommt. Und ja, das ist halt die Water Snake. 2k, 400 HP. Ja, ist schon etwas. Dann gehen wir zu den zwei nächsten Bosse, die was sehr nahe zusammen sind. Ja. Das ist halt nicht so schlecht. Ups, wollte mir nur heilen. Was ich auch nicht, was ich eigentlich nichts bringt, aber egal. Yo. Wow. Really? Yep, egal. So. Da sind wir schon beim nächsten Boss. Das ist so ein Handlanger, da heißt Necessary. Ach, die Namen, ey. Mercenary Pirate. Ja, der hat 2k oder so wieder so Leben. Habe ich nicht gut geschaut. Der kann schon etwas droppen, da habe ich schon einmal etwas bekommen. Bei meinem Noobchi. Yep. Ist schon nicht so schlecht. Dann gehen wir zum nächsten Boss. Der Boss, da braucht man wirklich Hilfe. Für einen Noob kann man den nicht schaffen. Yo, der ist gleich hier. Das ist nice. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass der jetzt schon da ist. Ja. Da ist eine Drop Chance auch ein bisschen hoch, aber so richtig hoch auch wieder nicht. Und ja. Und da kann man sehen, da ist ein anderer Pirat. Ja. Das ist der Pirate Captain. Der mit der Keule da, Pirate Captain, der hat 13 HP, 800 und 2, 13.000 und 802 HP. Ist halt nicht so einfach, den zu schlagen, außer wenn man so ein OP-Healer ist wie ich. Da hat der Pirat null Chance. Ja, jetzt hier sehen kann. Einfach so richtig Speed. Jetzt
Speed PvP, Speed Kill. Und ja, ich habe jetzt schon sehr viele neue Sachen, wie man jetzt schon so sehen kann. Ja, ein neues Kostüm, ja, das ist das Arena-Kostüm, was ich mir gekauft habe, weil ich wollte es unbedingt einmal haben. Ja, und dann habe ich mir auch noch, und noch was Cooles, ich bin Rank 3 in 5x5 und in 2x2 bin ich Rank 8. Ja, 3x3 bin ich nur 95. Das eh keiner mehr so richtig spammt und da ist der Pirate Captain down und ja, keine Drop Chance, weil ich habe nicht so viel da Chancen, weil ich so hohen Level habe. Und ja, das sind halt die 12k und 802 HP gewesen. Jetzt kommen wir zu der dritten Stadt. Bis gleich. Jo, und dann bin ich mal wieder zurück zu den nächsten drei Bossen. In der dritten Stadt, das Blades Camp. Ja, da ist jetzt zum Beispiel der monströser Bär, was ich jetzt übersetzen kann. Der ist hier zu finden, neben den Dungeon. Und ja, das ist der Monster Spear, hat 2994 HP. Das sind fast ungefähr 3k. Ja, das ist richtig viel, muss ich schon selber auch sagen. Aber man kann den Boss auch mit den ABC-Lot Minion auch schaffen. Ja, ist schon leicht und man kann da eine Drop Chance rausbekommen, weil ich habe schon mal geschafft. Und jawohl, da ist schon der nächste Boss, der was am Spawn noch sitzt. Das ist der Wolfleader, der Wolfchef. Der hat 16.554 HP, was ich jetzt nicht so falsch gelesen habe. Ja, das ist halt bessere, höhere Stufe als wie der Pirate Captain. Und ja, da kann auch was richtig reinstecken, muss ich zugeben. Location schauen, keiner da, gut, kann mich keiner nerven. So. Jo, sind schon wieder 7k. Gut, jetzt sag ich 6k. Alter Bälle, Junge. Wow, 3k. Läuft. So viel wie Undead Bear. Na, Monstrous Bear, ja. Ich trottel. Boom. Bam, 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 puff. Und da ist er weg. Und keine Drop Chance. Ja, das ist halt der Wolfleader jetzt gewesen. Der was, ja, ist fast 17k hat. Wenn ich jetzt aufrunde, fast 17k. Und ja, da das sind vorher jetzt so zwei Typen gestorben und die zwei Wölfe habe ich vorher auch noch gekillt, weil die mich genervt haben. Ich wollte killen gehen, ja, nicht gegangen. Help me please. Oh Mann. Kann leider nicht. Muss nur schnell fertig machen. Ja, dann kommen wir zu den letzten Miniboss von der dritten Stadt. Dritten Stadt, nicht von der Map jetzt. Bisschen zu übertrieben. Und yo, und da haben wir so ein rotes schwebendes Ding, ne? Und ihr seht, das ist die furiose Flamme. Ja, die hat fast über 3k Leben halt. Ist halt viel schwerer. Oh, ist schon down. Und die gibt wirklich mehr Drop Chance, weil da habe ich schon richtig oft eine Drop Chance bekommen von diesem kleinen Miniboss. Muss ich selber auch zugeben. Wir. Und ja, und dann sehen wir es dann bei der nächsten Stadt. Vierte Stadt kommt gleich. Jo, und da sehen wir mal wieder zurück zu der vierten Stadt. Und ja, da greift mich schon der Boss an. Hat mir noch bisschen HP, viel HP. Ja, da, wenn man jetzt hier sehen kann, das ist die vierte Camp, das Refugi Camp von Malchor.
Ja, da muss man in die Höhle gehen. Daneben ist wieder das Dungeon, wie ist klar. Dann in die Höhle gehen, dann kann man dann noch weiter runter bei einer Leiter runtergehen. Ich heile mich mal jetzt schnell kurz und greife den mal an. 3216 oder 18 Leben, was ich gesehen habe. Ja, ist auch wieder so ein Miniboss und hat einen Crit gemacht. Nice. Das war der Necromancers Geist. Ja, ist klar. Und da steht die Necromancers Mumie. Das ist halt eine ganze Bossquest. Und ja, da vertun sich die meisten Leute bei einer Quest. Da muss man den Necromancer Staff finden. Der ist bei diesem Waffenständer. Bei diesem Stabständer. Ups, falscher Klick. Bei diesem Stabständer, Stave Stand, ja. Und sie denken öfters, die Leute, man muss den Stab bei diesem Boss bekommen. Aber nie. Der Boss kommt dann ein anderes Mal als Quest. Und ja, dann gehen wir mal zum nächsten Boss. Der was, ja, sehr weit weg ist, muss ich selber auch zugeben. Ja, dann kommen auch noch zwei Städte, dann, ja, dann fange ich schon mit der zweiten Map an von der Boss. Ja, von Boss-Infos. Wow, geht schnell. Nee, ich fange dann mit Lang Asgard an. Ja. Und dann die zweite Map. Hätte ich gesagt. Ja, aber Lang Asgard spielt fast kein Mensch. Ja, das ist halt das. Nee. Lang Asgard mag ich nicht. Mache ich nicht. Ich mache nur Map 1, Firstborn. Ich bin auch in 11 deshalb. Ja. Das ist jetzt der Captain Paladin. Ah, jetzt habe ich nicht auf Leben geschaut, aber ja, über 3K müsst ihr schon schätzen oder so. Ihr hättet es schon gesehen. Und ja, er hat mir was gedroppt. Und was hat? Genau, eine Sphere of Defense. Enchantment 1 habe ich bekommen. Ja, läuft. Bei denen kann man das auch bekommen. Ja, das war jetzt der Nekromant. Na, Captain Paladin war das. Dann kann man da in die Höhle runtergehen. Was ich mir nicht so schätze, das ist jetzt der sogenannte. Oh, es geht. Ja, er ist tot, ja. Der Forsaken Commander. Jetzt kann ich ihn leider nicht umlegen, weil er schon tot ist. Da sieht man seine Leiche. Und ja, schade. Schokolade. Und ja, der hat so ungefähr so die 30. Über die 30. Nee, auch nicht. Schon sehr über die 20k liegt er richtig dabei. Und ja, 28k, was ich glaube, ja, 28k glaube ich oder so, keine Ahnung. Jetzt kann ich leider nicht nachschauen, wie viel der HP hat. Ja, tut mir sehr leid jetzt, weil der tot ist von, keine Ahnung, von irgend so ein Behinderter. Ja. Und da sage ich mal tschö tschö. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Da kommt die vierte. Ne, die fünfte Stadt und die sechste Stadt. Und yo.